Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und wenn ihr jetzt diesen Titel gelesen habt, ist die verrückt. Sie gibt über 100 Euro aus für ein neues Kleidungsstück und nennt sich noch immer Minimalistin. Und ich gebe zu, dieser Kaufwahn, will ich ihn mal nennen, war nicht absehbar oder planbar und passt nicht ganz zu dem Minimalismus-Thema. Dieses Kleidungsstück ist sowas von genial und zwar handelt es sich dabei um ein Multifunktionskleidungsstück. Was Besseres, was für ein Minimalisten kann es ja nicht geben. Dennoch habe ich noch immer im Fokus, da ich jetzt für dieses Kleidungsstück wieder zwei Kleidungsstücke aus meinem jetzigen Kleiderschrank entfernen werde. Es ist nicht so, dass ich das ganz abgegeben habe, aber da ich dann ökologische und Fair-Trade-Kleidung kaufe und so wird es mit diesem Kleidungsstück auch. Das macht schon mal einen positiven Eindruck auf mich. Wieder in Avocado Store. Und in den Dörf pendel ich im Weg. Das sind ja echt über ökologische Fashion, über veganen Lifestyle, also alles, was da praktisch. Ja. Und darum habe ich mich jetzt endlich doch entschlossen, das zu kaufen. Auch weil ich diese Multifunktionskleider echt cool finde. Mit Teil, weil ich so begeistert von dem Teil bin. Man kann es so viel tragen und natürlich ist kein Muss, so ein Teil zu besitzen oder überhaupt nur die Funktionsteile zu besitzen. Ich habe auch noch vor, wenn ich es irgendwann hinbekomme, mit meinem Schalchen Tragenwandel Möhrigerin euch zu zeigen, vorbei. Oh, und hier ist das Paket auch schon angekommen. So sieht das Ganze aus, weil ich es super finde. Alles nur Papier, Leute, kein Plastik. Ich kann das finden. Und hier seht ihr auch schon ein paar Tragevarianten. Ich denke, in diesem Video zeige ich euch das nicht angezogen, denn es gibt so viele unterschiedliche Varianten. Und ich habe noch gar keine ausprobiert, aber ich freue mich einfach nur so, wenn das angekommen ist. Darum gebe ich, falls ihr so daran interessiert seid, schaut mal vorbei auf den Avocado Shop. Wenn ihr das eingibt, dann findet ihr auch ein Beispielvideo dazu oder auf der Homepage von www.wearpositiv.de finden wir unzählige Tragevarianten. Nein, Akku bald leer. Ich hoffe, es geht noch bis zum Ende des Videos. Also, das war auf jeden Fall dabei, diese Kärtchen. Auch eine Waschanleitung. Extra auf Papier. Und dass ich ganz zu erfahren, ein persönlicher Brief. Natürlich gibt es da Vorlagen dazu, das ist mir bewusst. Aber mein Name ist eben extra noch angetragen. Und ganz liebe Grüße aus München in den wunderschönen Schwarzwald. Das finde ich auch genial. Ich hätte meine Wohnadresse berücksichtigt. Wie geil ist das denn? Und halt noch mit Unterschrift runtergesetzt. Michaela heißt die anscheinend, die das gesehen gekommen hat. Und ich danke dir, Michaela, dass es dich gibt, dass du das gesehen bekommen hast. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Karton aussieht. Es ist ein Karton und ist mit Papier verpackt. Ich finde es auch immer super. Und darunter verbirgt sich auch kein Plastik. Und hier ist das gute kleine Stück. Ich weiß, es sieht nicht auch viel aus, aber man kann so viel mitmachen. Genau. Und hier, Achtung, das hier ist nämlich ganz cool. Das hier ist dieser Gürtel dazu. Mit diesem Gürtel kann man eben noch mehr Tragevarianten machen als ohnehin schon. Und der Stoff ist halt auch so dehnbar, flexibel. Hier haben wir dieses wundervolle Kleidungsstück. Das kannst du in unterschiedlichen Varianten machen, echt tragen. Und na klar, es sieht jetzt einfach nur so aus wie ein Rock, aber wenn man es entsprechend bindet und knotet und wie auch immer, kann es in den unterschiedlichsten Varianten tragen. Und das finde ich so genial, wenn man ein kleines Stück hat, was so vielseitig einsetzbar ist. Wobei allein der Schal schon so viele Varianten bildet. Also wie gesagt, sowas ist kein Muss zu haben, wenn man Minimalistin werden möchte. Aber da ich eben schon so lange nach so einem Multifunktionsteil gesucht habe und bisher noch nicht das Passende gefunden, finde ich das einfach noch genialer wie sonst. Man kann das eben hier so rumklammern und wie auch immer, ich muss das erst noch selber austesten. Das ist es jeden Monat so, dass ich neue Fair-Trade-Kleider kaufen werde. Diese zwei Kleidungsstücke kann jetzt hintereinander, wie gesagt, eine Hose wird vielleicht auch nächste Monat dazukommen, aber dann brauchst du das erstmal und bald wird es auch ein Video geben zu mir, zu meinem Kleiderschrank. Ja, ich bin so happy about this. Und jetzt rede ich schon Englisch. Okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.